Wisst ihr, was an denen so unheimlich ist? Sie brauchen keinen Strom, Licht, Heizung, nichts. Hey, Kumpel. Das ist ihr Vorteil. Das macht ihre Stärke aus. Malcolm, einer von uns sollte heute Nacht Wache halten. Womit denn? Die haben unsere Waffen. Wenn sie uns hätten töten wollen, wären wir längst tot. Vielleicht warten sie nur auf den richtigen Zeitpunkt. Die haben doch den halben Planeten auf dem Gewissen. Das ist doch Unsinn. Was? Du kannst doch nicht den Affen die Schuld dafür geben. Wem soll ich denn sonst die Schuld dafür geben? Es war die Affengrippe. Es war ein Virus, das von Wissenschaftlern im Labor gezüchtet wurde. Die Affen, an denen es getestet wurde, hatten kein Mitspracherecht. Lass dein dämliches Hippie-Gelaber. Wird dir etwa nicht kurz übel, wenn du einen von denen siehst? Hä? Es war Freitag. Ein richtig schöner Nachmittag. Warm. Wir hingen so rum mit einem Fass Bier. Hingen rum. Unten am Badesee. Rumhängen. Hängen. Hier, du kannst das lesen. Mich wollen kommt nicht wieder. Zu Hause. Affen, gemeinsam, stark. Wir wollen euch nichts tun. Dieses Virus wurde von Wissenschaftlern entwickelt in einem Labor. Die Affen können nichts dafür. Wem soll ich denn sonst die Schuld geben? Die haben den halben Planeten ausgerottet. Wenn wir gegen sie kämpfen müssen, dann kämpfen wir! Es gibt noch eine Möglichkeit. Ich habe eine Idee. Ich muss mit Caesar sprechen! Das ist euer Zuhause. Und ich will es euch nicht wegnehmen, versprochen. Aber es kommen andere Menschen, Soldaten. Verstehst du, was ich sagen will? Zu Hause, Familie, Zukunft. Ich habe sie gesehen. Ich habe gesehen, wie sie sind. Sie wollen dasselbe wie wir, überleben. Sie wollen keinen Krieg. Die werden uns angreifen. Das sind wilde Tiere. Nein, nicht schießen. Es muss einen anderen Weg geben.